Hallo Leute, in diesem Video soll es gehen um Rudolf Carnap und den logischen Positivismus oder logischer Empirismus. Was Empirismus ist, da gibt es schon ein Video von mir zu dem Thema Empirismus, Vergleich mit Rationalismus. Einfach mal ansehen, findet sich ja in der Playlist der Kenntnistheorie, könnt ihr auf meinem Kanal leicht finden. Logischer Empirismus, was heißt das? Was wollte Rudolf Carnap damit? Oder logischer Positivismus? Das, mein beides das gleiche. Nun, zum Hintergrund. Damals in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es ja gewaltige Aufbrüche in den Naturwissenschaften, in der Physik, Relativitätstheorie. Da wurde alles revolutioniert, neu gebaut. Und die Philosophen stellten damals fest, einige für sich, dass in der Philosophie nicht solche großen Fortschritte erzielt wurden. Dass man hier nicht einfach eine Basis und einen Fortschritt hat. Und natürlich auch ein bisschen Neid auf die Naturwissenschaften, die das so klar benennen können, wohin die Richtung geht, ausrechnen und so weiter. Das können die Philosophen alles nicht. Sondern haben bestimmte Philosophen versucht, die Philosophie so zu fassen, im Idealfall wie die Physik. Aufbauen natürlich auf einer philosophischen Tradition des Empirismus. Empirismus heißt, der Kenntnis stammt nur aus der Erfahrung, aus dem, was wir erfahren über die Sinne. Empirismus, die sinnliche Erfahrung, die Beobachtung, genauer gesagt, die Beobachtung, daraus stammt die Erkenntnis. Das passt auch gut zur Naturwissenschaft. Und darum war der Empirismus hier natürlich eine Grundlage, sowas aufzubauen, eine Philosophie sozusagen auf naturwissenschaftlicher Grundlage oder im naturwissenschaftlichen Stil. Und so hat man eben damals gesagt, im logischen Empirismus, logischen Positivismus, es zählen nur, also Sätze sind nur dann wahr, wenn sie auf Beobachtungssätze zurückgeführt werden können. Also, alles ist nur dann wahr, wenn es beobachtbar ist. Auf gut Deutsch, wenn es messbar ist, wenn es beobachtbar ist, wenn es im Experiment erfahrbar ist, Stichwort Naturwissenschaft. Man muss auf Beobachtungssätze zurückführbar sein oder in logischer Relation zu solchen Beobachtungssätzen gestellt werden können. Darum logischer Empirismus. Und wenn man das schafft, dann hat man im Grunde eine Art Naturwissenschaft. Philosophie. Dann hat man sozusagen eine Philosophie auf naturwissenschaftlicher, physikalischer Grundlage gestellt. Und Carnap war da ganz groß beteiligt dran, ging dann auch über zum Physikalismus, also dass allein die physikalische erfahrbare Wirklichkeit zählt und so weiter. Carnap macht natürlich eine lange Entwicklung in seinem Leben durch. Das soll jetzt nicht alles erläutert werden, hier, da wird es zu viel. Aber das ist der logische Empirismus. Die haben sich damals als revolutionäre begriffen gegen diese alte metaphysische Philosophie mit ihren krausen Begriffen, ihrem Hin und Her in ewigen Debatten. Da wollen sie was Klares, begrifflich, eindeutig, Fassbares stellen, was unbezweifelbar fest ist, auch Beobachtungssätze, Logik, Mathematik. Da sollte alles gestellt werden. Da gab es dann richtig Bücher groß drüber über die ganzen Themen. Und hier sollte sozusagen die Philosophie zu einer Art Naturwissenschaft umgebaut werden. Man hat dann festgestellt, dass das so einfach nicht ist, dass sie selbst in der Naturwissenschaft Probleme stellen, die dann nicht so einfach zu fassen sind, aber das kam alles später. Der logische Empirismus, der logische Positivismus, das war sozusagen dieser Aufbruch in den 1920er Jahren, Wiener Kreis und das, was sie fanden, sich da wirklich hier als Avantgarde einer neuen Philosophie auf naturwissenschaftlicher Basis. Ist ja auch nachzuvollziehen, denn ihr wisst ja schon aus meinen vielen Philosophievideos, eigentlich so ein Fortschritt kann man ja schlecht verzeichnen. Wenn ich jetzt einen Chemiekanal hätte, würde es jetzt wenig Sinn machen, über Chemiker zu berichten, die 1720 was gemacht haben. Das wäre zwar ganz nett, da mal was zu erfahren drüber, aber da könnt ihr im Chemieunterricht nichts damit anfangen. Chemie ist eben Fortschritt, das damals ist eben veraltet.
Aber in der Philosophie nicht. Da kann ich über Philosophen aus dem Jahr 1600 auch noch was erzählen. Oder Locke oder die ganzen Philosophen, die sind heute noch wichtig. Da gibt es nicht diesen Fortschritt, da gibt es nicht diese Eindeutigkeit. Und andere sagen wieder, das ist gut, das ist schlecht, und dann geht es wieder von vorne los und man denkt wieder von neuem. Das hat die einfach beunruhigt damals, Carnap und die anderen. Und das war auch so irgendwie bisher auch enttäuschend, dass man nicht seine Wissenschaft hat, die ein und andere aufbaut und dann wirklich einen Fortschritt hat und vorankommt. Aber die Philosophie ist eben anders strukturiert und hat sich danach nachher anders entwickelt. Also logischer Positivismus ist eine ganz wichtige Geschichte, auch als Begründung vieler anderer philosophischer Richtungen im 20. Jahrhundert als eine wichtige Phase, aber ist heute nicht in der Weise nicht mehr so aktuell. Es gibt dann immer viele Leute, die es trotzdem so vertreten, das ist eben die Freiheit der Philosophie. Da gibt es ja nichts Eindeutiges, da kann ich nicht sagen, das oder das ist jetzt der Stand der Forschung. So einfach geht es ja meistens nicht. Ja, ich denke mal, ich hoffe, ich habe das einigermaßen erläutert. Ein sehr schwieriges Feld, der logische Positivismus, da ist viel Mathe, viel Logik dabei, das Ganze zu analysieren, aber zumindest mal im Grundsatz soll man begriffen haben, was ist der logische Positivismus, logische Empirismus, was wollte Rudolf Carnap und warum hat er das alles so gemacht. Wenn das genauer interessiert, wer so Mathe-Freak ist, Logik-Freak, dann kann das natürlich jederzeit gerne nachlesen. Ist sicher interessant. Aber für ein Video zu viel. Für das, was ich in diesem Kanal machen möchte. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es kam rüber. Fragen gerne in den Kommentarbereich des Videos. Abonnements für den Kanal, freue mich. Likes das Video. Und sage wie immer, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.